Herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Ja, heute zeige ich euch etwas ganz Besonderes. Ich nehme euch mit auf einen kleinen Ausflug ins wunderschöne Werdsatztal. Und naja, schon auf der Hinfahrt, auf der linken Seite, seht ihr etwas sehr Berühmtes, nämlich eine Staumauer, und zwar eine der höchsten Staumauern, Staudämme ganz Europas. Diese Staumauer ist 220 Meter hoch, und in dem Film GoldenEye sprang James Bond, beziehungsweise natürlich der Stuntman, ja, darunter. Okay, wir fahren weiter. Wir kommen jetzt in einen Tunnel herein. Wir fahren in den Tunnel. Ihr seht, oben sind die Lichter. Jetzt kommen wir langsam aus dem Tunnel heraus. Es geht also weiter den Berg hoch. Rechts seht ihr viel Grün, viele, viele Bäume. Nochmal auf der rechten Seite diese Staumauer. Und so, und jetzt sind wir angekommen in diesem wunderschönen Tal. Ihr seht, durch die Bäume schimmert schon Und vor das allen Dingen, wenn du mal liest, wie laut türkisblaue die Schlange Wasser. gehen Es hat. ist sehr, sehr warm heute. Der Wind weht leicht durch die Blätter. Oliver, du hast Und ihr recht. seht eben durch die grünen Blätter Oh. das klare, türkisfarbene Wasser. Große Das Steine muss man liegen mal rein. Das hat mich teilweise total im fasziniert. Wasser oder hier eben auch am Rand. Es Quellenkabelzimmer. ist, das Wasser ist sehr ruhig, es sind kaum Wellen da, es ist nur ein leichter Wind heute. Ja, hier seht ihr, wie das Wasser Wie zwischen der den Fluss großen fließt. Steinen hindurch fließt. Hinten sind ein paar Leute, auf dem Felsen oben sitzt jemand und sonnt sich herrlich. Obwohl der Himmel bewölkt ist, ist es sehr, sehr warm und sonnig. Nicht zu heiß, aber angenehm. Also wir sind hier sehr, sehr hoch auf dem Berg, und hier seht ihr noch mal in der Nahansicht, wie das Wasser eben fließt. Das Wasser ist sehr, sehr kalt. Hier noch mal die Steine, aus der Nähe. Und hier seht ihr Conny. Sie hechelt ein bisschen, weil es sehr warm ist. Und jetzt geht Conny auf eine kleine Entdeckungsreise. Conny läuft zwischen den Steinen herum. Ah, sie ist noch ein bisschen vorsichtig, weil die Steine doch etwas hoch für den kleinen Hund sind. Hier schnüffelt Conny, sie riecht, sie schnüffelt zwischen den Steinen. Und ja, ihr ist sehr, sehr warm. Hier beobachtet Conny irgendetwas. Und hier, das finde ich ganz süß, da kommt ein anderer Hund, ein Verehrer. Er möchte Conny kennenlernen, aber ich habe den Eindruck, Conny hat gar keine Lust, diesen anderen Hund kennenzulernen. Conny läuft weg, aber der andere Hund, der weiße Hund, läuft ihr hinterher, bis er dann auch aufgibt und ja, im Wasser verschwindet. Nein, Conny möchte lieber wieder zu uns. Sie guckt nochmal zu dem Hund, aber so richtig Interesse scheint Conny nicht an dem Nee, anderen Hund zu haben. sie hat Oder keine Sau doch? gefunden, ne? Nein, nein, doch nicht. Sie läuft ein Stück hinter ihm her, aber verschwindet wieder. Und zum Schluss kommt Conny wieder zu uns. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich wie immer über einen Daumen rauf und ja, abonniert gerne meinen Kanal, so versäumt ihr keines dieser unterschiedlichen Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!